Action-Adventure gelten als die Könige der Konsolen. Klettern, kämpfen, erkunden, springen, das alles eingebettet in tollen Geschichten und am besten in einer stimmigen Optik. Kein Genre bietet so viel Abwechslung, kein Genre erfreut so viele Gamer gleichzeitig. Nicht umsonst sind einige der größten Blockbuster-Franchises Action-Adventure. Doch es gibt natürlich auch kleine Titel. Und das nicht gerade wenige. Welche Titel lohnen sich davon abseits des Mainstreams? Ich bin ja bekanntermaßen Experte im Klugscheißen und will euch heute mal 10 Geheimtipps aus meiner Sammlung aufdrängen, die es vollkommen verdient hätten, von euch gespielt zu werden. Ich habe dabei wieder versucht, so viele Facetten des Genres wie möglich abzudecken. Vom Hack'n'Slash über die Open-World-Kracher bis hin zum Grusel-Adventure. Bei der Hardware-Wahl habe ich mich eingeschränkt auf 3D-fähige Heimkonsolen ab PlayStation 1 aufwärts. Ich will euch halt das klassische 3D-Abenteuer präsentieren. Achtet dabei auch nicht so auf die Reihenfolge der Spiele, es geht eher um eine allgemeine Empfehlung als um ein Ranking. Also viel Spaß! Ja, ich weiß, das folgende Spiel ist auf jeder Liste, wenn es um Geheimtipps, Hidden Gems oder Underrated Games geht. Aber was soll ich tun? Erstens ist Beyond Good and Evil einfach ein großartiges Spiel und zweitens brauche es einfach noch mehr Aufmerksamkeit, damit Ubisoft endlich den zweiten Teil aus den Startlöchern lässt. Denn Hillies ist einfach eine wunderschön, liebevoll gestaltete Spielwelt, die Story ist spannend und Jade ist eine fantastische Protagonistin und ich liebe die Immersion, die das Spiel bietet. Es macht halt einfach Sinn, dass man die Map eines Dungeons dadurch erhält, dass man den Lageplan abfotografiert, dass Jade als Reporterin eher heimlich Fotos macht, als die offene Konfrontation sucht oder dass euer Onkel ein anthropomorphes Schwein ist. Viele neuere Ninja-Spiele zeichnen sich meistens durch ein düsteres Setting aus. Das Gameplay ist auf heimliches, meist relativ brutales Ausschalten von Gegnern ausgelegt und viele dieser Titel haben auch einen sehr fordernden Schwierigkeitsgrad. Mini-Ninjas ist da ganz anders. Das Spiel von IO Interactive, den Hitman-Machern, verzaubert mit einem charmanten Knuddellook und verzichtet komplett auf Realismus. Ihr spielt auch nicht nur einen Hauptcharakter, sondern könnt nach und nach zwischen 6 unterschiedlichen Ninjas wählen, die alle unterschiedliche Spezialfertigkeiten haben. Einer ist besser im offenen Kampf, ein anderer besser in Kletterpassagen. Dies ändert sich von Situation zu Situation, sodass ihr immer wieder während einer Mission schnell den passenden Charakter für die passende Situation auswählen müsst. Darüber hinaus könnt ihr auch magische Fähigkeiten nutzen und so zum Beispiel Tiere übernehmen, um sie im Kampf einzusetzen. Wenn ihr also mal wieder Lust habt, euch als Ninja auszutoben und auf die Gewalt und die Schwierigkeit eines Tenchus oder Ninja-Guidens verzichten könnt, dann empfehle ich euch im wahrsten Sinne des Wortes diesen kleinen Ninja-Haufen. Squaresoft-Logo, knuddeliger Anime-Look, ein Hauptcharakter mit spitzem buntem Haar und einem übertrieben großen Schwert. Wenn man sich Brave Fencer Musashi so anguckt, könnte man fast vermuten, Squaresoft hätte versucht, das Spiel im Fahrwasser von Final Fantasy VII als JRPG zu verkaufen, also dem Hype-Genre Ende der 90er. Müsste ich Brave Fencer Musashi mit einem Wort beschreiben, dann würde ich sagen, dass... Das Spiel ist eher ein Action-Adventure mit RPG-Anleihen als ein Rollenspiel. Der junge Musashi wird ins Königreich All You Can Eat, ja, das Spiel nimmt sich nicht so ganz ernst, beschworen als Inkarnation des legendären Brave Fencer Musashi und soll mit Hilfe seines Schwerts Fusion das Thirst Quencher Empire aufhalten. Hierfür muss er das Schwert Lumina aufsuchen. Ihr bekommt also früher oder später 2 Schwerter in die Hand gedrückt. Fusion ist ein offensives Schwert und wird durch Combo-Attacken zum Kämpfen benutzt, während Lumina Musashi durch unterschiedliche Fähigkeiten, eher bei Kletterpartien oder bei Rätseln unterstützt. Leider ist das Spiel nie in Deutschland erschienen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann kann ich euch dieses bunte Action-Abenteuer mit seinem wunderschönen Soundtrack nur empfehlen. Mord.
Mord ist für die ausschließlich mechanischen Einwohner der Schrottwelt in American McGee's Scrapland nicht wirklich etwas Besonderes. Schließlich sind alle Bewohner von Scrapland Roboter und da alle Daten in der großen Datenbank GDB gespeichert sind, kann man tote Roboter einfach in einer neuen Hülle wieder zum Leben erwecken. Als der Erzbischof von Scrapland aber ermordet wird, scheinen seine Daten vorher gelöscht worden zu sein. Der Mord ist endgültig und das ist auf dem Schrottplaneten denn doch etwas Ungewöhnliches. Eure Aufgabe ist es, diesem Mysterium auf die Schliche zu kommen. Wer hat die Daten gelöscht? Was verheimlicht die Polizei? Und was haben die Humanoiden damit zu tun? Ihr könnt euch frei durch die Welt von Scrapland in einem von vielen selbstgebauten Raumschiffen bewegen. Außerdem kann sich die Hauptfigur Detritus in viele andere Roboter verwandeln, um so deren Fähigkeiten zu nutzen, um Hindernisse, Kämpfe und Rätsel zu meistern. Das einzigartige Setting, verpackt mit viel Witz und einer gehörigen Portion Skurrilität, macht Scrapland zu einem wirklich tollen Open-World-Adventure, das ihr euch gerne mal aus der Nähe anschauen solltet. Springen, klettern und kämpfen mit zwei unterschiedlichen Helden in einer fantasievollen Spielwelt voller Humor und Slapstick. Richtig, da fällt euch doch auch sofort Sphinx und die verfluchte Mumie ein, oder? Nicht? Naja, dennoch muss sich dieses orientalisch angehauchte Abenteuer nicht vor den Ratchet & Clanks, Jack & Dexters oder Banjo-Kazooies dieser Zeit verstecken. Denn es entfaltet seinen ganz eigenen Charme. Bei vielen der oben genannten Spiele dient der Sidekick ja eher als Unterstützung der Spielfigur. Hier jedoch spielt ihr beide Charaktere abwechselnd voneinander. Während bei Halbgott Sphinx der Fokus des Gameplays auf Kämpfen und Plattforming liegt, dreht sich bei der untoten Mumie Tutankhamen alles ums Lösen von Rätseln. Dabei machen sich die Entwickler den Umstand zunutze, dass die Mumie untot ist und lassen dies in kreativer und sehr witziger Weise in die Rätsel einfließen. So kann Tutankhamen zum Beispiel Elektrizität leiten, ohne Schaden zu nehmen, oder sich in eine, ich sag mal, 2D-Form bringen, wie Link in A Link Between Worlds. Das Kampfsystem und auch die Dungeons erinnern mit seinen Rätseln ebenfalls sehr an Zelda. Während man im Nintendo-Klassiker sich aber von Raum zu Raum knobelt, stellen die Dungeons hier immer ein Gesamträtsel dar, das es durch geschicktes Lösen von Einzelrätseln zu meistern gilt. Trotz der für damalige Verhältnisse eindrucksvollen Grafik hat das Spiel aber auch ein paar Schwächen. Eine Autolock-Funktion hätte dem Kampfsystem sicher gut getan. Das Plattforming fühlt sich manchmal etwas ungenau an und auch eine Sprachausgabe hätte Anno 2004 der Atmosphäre sicherlich nicht geschadet. Im Großen und Ganzen möchte ich aber eine Empfehlung für dieses wundervolle Wüstenabenteuer aussprechen. Ninja Theory ist nicht etwa die heimliche asiatische Version des alten Linkin Park-Klassikers, sondern ein kleines britisches Entwicklerstudio, das sich mit unglaublich guten Action-Adventuren einen Namen gemacht hat. Angefangen vom unterschätzten Kung Fu Chaos auf der Xbox zum großartigen Enslaved Odyssey to the West bis hin zum meiner Meinung nach fantastischen Reboot der Devil May Cry-Serie mit DMC. Der erste Titel von Ninja Theory für die PlayStation 3 war aber Heavenly Sword, einem meiner absoluten Lieblings-Hack-and-Slay-Abenteuer. Ihr spielt die junge Kriegerin Nariko, deren Clan das extrem mächtige Heavenly Sword beschützt und darauf wartet, dass der rechtmäßige Träger erscheint, um Ruhe und Frieden ins Land zu bringen. Denn der tyrannische König Bohan will sich das göttliche Schwert mittels Gewalt unter dem Nagel reißen und so seine Herrschaft zu untermauern. Dieser wird übrigens fantastisch gespielt und gesprochen von Andy Serkis, den man ja für seine Motion Capture Performance als Gollum in der Herr der Ringe Trilogie kennen sollte. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das Schwert irgendwann in Narikos Hand fällt und es an ihr liegt, ihren Clan und das Land vor Bohan zu retten. Im Kampf bietet das mächtige Schwert unterschiedliche Formen. Einzelne mächtige Gegner lassen sich gut mit der Zweihandform bearbeiten, während Gegnermassen aller Dynasty Warriors in der Reichweite-Variante zu bekämpfen sind. Dies funktioniert wunderbar flüssig und elegant und kann herrlich kombiniert werden. Ganz ohne Nebenwirkung ist das Führen des himmlischen Schwertes allerdings nicht, aber das solltet ihr am besten selber herausfinden. Das nächste Spiel in meiner Liste ist ein etwas schwieriger Fall. Erstens ist The Nomad Soul für den Dreamcast eins der frühesten Open-World-Action-Adventure und kämpft somit mit den typischen Unebenheiten früher 3D-Spiele wie zum Beispiel Tank Controls
Und zweitens wurde es von David Cages Entwicklerstudio Quantic Dream, die ihr durch Fahrenheit, Heavy Rain oder Beyond Two Souls kennen solltet, entwickelt. Das spricht einerseits schon für Qualität, aber andererseits sind die Spiele von Quantic Dream halt auch immer ein wenig überambitioniert bzw. überladen. Während sich das in den neueren Spielen eher im Storytelling widerspielt, ist das bei The Nomad's Soul eher im Bereich Gameplay zu finden. Das Spiel enthält zum Beispiel neben der großen Welt, die ihr frei erkunden könnt, ein Beat'em-up-Kampfsystem für 1-gegen-1-Duelle im besten Tekken-Stil, ein First-Person-Shooter-Kampfsystem, wenn es gegen mehrere Gegner geht, außerdem eine cineastische Story mit vielen Zwischensequenzen, toller Vertonung und schönen Motion-Capture-Aufnahmen. Dazu schon, wie der Name andeutet, das Spielelement des Seelentausches, mit dem ihr mehrere Charakter übernehmen könnt. Und ich meine auch genau euch, denn das Spiel bricht in den ersten Sekunden sofort die vierte Wand und spricht im besten Ultima-Sinne direkt zu euch und bittet um eure Hilfe. Aber irgendwie hat dieses Spiel halt auch so viel Charme. Dazu ein fantastischer Soundtrack von David Bowie, der auch den einen oder anderen Cameo-Auftritt im Spiel hat. Und man muss das Spiel für das, was es alles sein möchte und für das, was es versucht, einfach Respekt zollen. Da kann man halt auch mal verzeihen, dass ihr in den erwähnten Shooter-Passagen eure Spielfigur mit dem linken Steuerkreuz lenkt, während ihr die Waffe mit dem Analogstick bewegt. Für mich ist The Nomad's Soul ein absolutes Kultspiel auf dem Dreamcast, das ihr unbedingt mal ausprobieren solltet. Die Nintendo Wii begeisterte mit ihrem innovativen Bewegungssteuerungskonzept jung und alt für Videospiele. Die hauseigenen Nintendo-Marken sorgen sowieso schon seit jeher für Spielspaß in allen Altersgruppen. Nun jedoch kam eine einfach zu verstehende und leicht zu handhabende Steuerungsmöglichkeit hinzu, die es praktisch jedem erlaubte, Videospiele auf einer Konsole zu spielen. Sei es Fußball, Dart oder Wrestling. Trotzdem gibt es auch für uns leidenschaftlicheren Gamer einiges in der Wii-Bibliothek zu entdecken. Zum Beispiel eins der atmosphärischsten Spiele überhaupt, Fragile Dreams Farewell Ruins to the Moon. In diesem wundervoll emotionalen Grusel-Adventure dient die Wii-Mode als Taschenlampe der Hauptfigur Seto, welcher nach dem Tod seines Opas nunmehr ganz allein in einer postapokalyptischen Welt lebt. Seto macht sich auf, um den letzten Rat seines Opas zu erfüllen und weitere Überlebende zu suchen. Auf dieser Reise trifft er zum Beispiel das mysteriöse Mädchen Kai und passend zum Survival-Genre einen verrückten, riesigen Hühnerkopf tragenden Warenhändler. Die Gestalten, die er auf seiner Reise trifft, scheinen nicht nur von dieser Welt zu kommen und das sowohl im freundlichen als auch im feindlichen Sinn. So müsst ihr zum Beispiel euch gegen nur im Taschenlampenlicht sichtbare Geister wehren oder anderen mysteriösen Gestalten einen Gefallen tun, um im Spiel voranzukommen. Auch Levelanstiege und Inventarmanagement gehören zu Fragile Dreams und sind vonnöten, wenn ihr in dieser dunklen und einsamen, aber doch so wunderschönen Welt überleben wollt. Was es aber genau mit dem mysteriösen Mädchen auf sich hat und ob es wirklich noch mehr Überlebende gibt, das solltet ihr lieber mal selber herausfinden. Die Länge eines Spiels ist für mich niemals ein Qualitätskriterium. Hauptsache, es macht Spaß. Mit gehobenem Alter sehe ich eine kurze Spieldauer sogar fast schon als Bonus an. Journey ist eins dieser kurzweiligen Abenteuer, die auch in sehr kurzer Zeit ein fantastisches Spielerlebnis bieten. Denn Journey ist ein audiovisuelles Meisterwerk. Ziel ist es, mit eurem Wanderer den mysteriösen Turm am Horizont zu erreichen. Der Weg ist dabei aber eher das Ziel und führt euch durch eine traumhafte Spielwelt. Ihr könnt dabei auch andere menschliche Mitstreiter treffen und ein Stück oder die ganze Strecke gemeinsam reisen. Wer euer Partner ist, erfahrt ihr nicht. Das Spiel blendet keine Namen ein. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich nonverbal durch das Senden eines einzelnen Klanges per Tastendruck und bleibt also wie das ganze Spiel offen für Interpretation. Erst nach dem Abspann erfahrt ihr, welche anderen Wanderer ihr während eurer Reise getroffen habt. Manche Szenen im Spiel sind so unglaublich überragend, dass sie für mich zu den schönsten Spielmomenten überhaupt zählen. Es gibt halt nichts Vergleichbareres wie das Surfen im Sand oder den Aufstieg eines Wasserfalls, begleitet von der Grammy-nominierten Musik von Austin Vintory. Für mich ist Journey trotz der 2 Stunden Spielzeit ein Meisterwerk.
Wie der eine oder andere vielleicht wissen mag, bin ich ein großer Fan des Rollenspiels Nier. Eigentlich ist Nier aber nur ein Spin-off der Drakengard-Serie und basiert auf einem der alternativen Enden des ersten Teils. Drakengard 3, das Spiel, welches ich euch heute zeigen möchte, ist das Prequel der Serie. Tja, Drakengard 3, was soll ich dazu sagen? Also das Spiel wird nicht vielen von euch gefallen, definitiv nicht. Die Charaktere vulgär, unfreundlich, pervers, sadistisch und komisch. Die Grafik, tolle Charaktermodelle, aber grausame Umgebung und dazu noch Framerate-Probleme ohne Ende. Humor? Reichlich. Teilweise geht das aber schon ins Fremdschämen über. Oder was sagt ihr zu dieser Szene? To reach it, we must first navigate through the dreaded Lost Forest. Story? Ihr seid Zero, eine von 6 gottähnlichen Schwestern, die mit Hilfe ihres Gesangs die Welt kontrollieren. Und Ziel des Spiels ist es, eure 5 Geschwister zu töten. Warum? Darüber lässt euch das Spiel lange im Unklaren. Und um alles zu erfassen, sollte man am besten alle der 4 Enden erlebt haben. Der Drache? Ja, ihr habt einen Drachen als Partner, auf dem ihr sogar Luftkämpfe bestreitet. Zuerst ist dies der weise und mächtige Michael, ein wahrer Freund Zeros. Dann später Mikael, die unschuldige und kindliche Reinkarnation des Drachen, den Zero eigentlich nur verachtet. Ihr seht, Drakengard 3 hat die ein oder andere Macke. Aber ich glaube, das war den Entwickler um Taro Yoko absichtlich scheißegal. Und soll ich euch mal was erzählen? Die Charaktere mögen vielleicht Züge haben, die es schwer machen, sich mit ihnen zu identifizieren, aber dafür haben sie wenigstens Charakter. Die Grafik? Für mich völlig stimmig und wunderschön designt. Die schwache Technik interessiert mich überhaupt nicht. Der Humor? Spricht mich voll an. Wenn auch nicht jeder Gag funktioniert, aber wann habt ihr das letzte Mal in einem Videospiel wirklich laut gelacht? Die Story? Schön komplex und mal nicht so einfach nach Schema F gestrickt. Der Drache? Die friedfertige Natur Mikaels und die feindselige Angriffslust Zeros ergeben so einen wunderbar herrlichen Kontrast, dass man einfach wissen will, wie es mit ihnen weitergeht. Hatte ich die Musik erwähnt? Die ist nämlich von Keiichi Okabe, dem Nier-Komponist, und kann wunderschöner kaum sein. Den Jahrhundert-Soundtrack eines Niers kann es zwar nicht erreichen, trotzdem gibt es aber viele tolle Stücke, besonders die, denen Amy Evans, wie schon in Nier, ihre Stimme verleiht. Darüber hinaus macht das Kämpfen einfach Spaß. Es mag zwar ein wenig monoton werden, aber das übertriebene Blutgespritze ergibt so ein herrlich schönes Trefferfeedback, dass es mir die ganze Zeit einfach Spaß macht. Drakengard 3 ist mein Guilty Pleasure. Es ist halt anders als alles andere. Manchmal witzig, manchmal episch, manchmal albern, manchmal emotional, aber immer schön blutig. Eigentlich genau wie meine Videos. Habt ihr noch Geheimtipps im Bereich Action-Adventure? Oder welches Genre soll ich das nächste Mal behandeln? Schreibt es mir doch mal in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis bald, euer Jan. Tschüss. Thank you.